Hallo und herzlich willkommen. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Daniel und wir starten erstmal ganz entspannt mit dem Warm-up. Erstmal Kopfkreisen von der einen Schulter zur anderen und zurück. Und wir kreisen die Schultern nach hinten. Ellbogen mitnehmen. Und den ganzen Arm. Und wir kreisen das Becken. Und Richtung Wechsel. Wir gehen langsam über zu den Knien. Und Richtung Wechsel. Und wir kommen langsam in Bewegung. Entspannt laufen am Platz. Kick vor. Kick. Und am Platz. Wir gehen einmal alle zusammen in den Squat. Achtet dabei drauf, Knie in Verlängerung zu den Fußspitzen, Rücken ist gerade. Und wir gehen alle zusammen. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Und wir halten den Squat. Kommt nach vorne in die Plank. Hier mal drauf achten, Schulter über den Handgelenken und kleine Kreise. Aktiv in den Boden greifen, Richtung Wechsel. Sehr schön. Von hier kommen wir wieder zurück in den Squat, Rücken ist gerade und hoch. Sehr schön. Noch einmal tief. Vor. Achtung, rechtes Bein geht zur Seite raus. Step. Zurück. Step, zurück, step, back, step, back, step. Letztes Mal. Und wir kommen wieder zurück in den Squat. Rechtes Bein geht zur Seite raus, überkreuz, step, squat. Das gleiche zur anderen Seite, step, tief. Noch einmal, step und squat. Noch einmal, step, squat. Achtung, wir bauen Sprung ein, immer in der Mitte, von hier, jump und step, jump und step, jump, sehr gut, jetzt mit Burpee, step, Hände absetzen, zurück, squat, step, absetzen, zurück, squat, wunderbar, entspannen, Handgelenke kreisen. Noch einmal vor, in die Plank. Step Style, rechtes Bein geht raus. Links, kommt ran, wenn ihr möchtet, Hand zum Fuß. Ansonsten beide Hände auf dem Boden. Zurück, zurück. Das gleiche zur anderen Seite. Step, cut, back, back. Sehr gut, nochmal. Step, ha, zurück, zurück. Step, ha, zurück. Zurück. Jetzt, wenn ihr möchtet, kommt ihr hoch. Geht hoch. Zurück. Zurück. Das gleiche auf der anderen Seite. Step. Hoch. Zurück. Zurück. Step. Hoch. Zurück. Zurück. Wenn ihr es ein bisschen schwerer haben wollt, nehmt ihr statt hier den linken Arm, den anderen Arm überkreuz. Zurück. Nochmal. Step. Ha. Zurück. Zurück. Step. Ha, zurück, zurück, letztes Mal, step, ha, zurück und squat. Langsam aufrichten und locker. Okay Leute, wir starten mit dem Basic Step Squat, Übung Nummer 1. Pro Intervall jedes Mal eine andere Variation. Level 1, halbes Tempo, ohne Sprung, ohne Burpee, rechtes Bein. Tap, tap, squat und tap, tap, squat. Und tap, tap, squat. Sehr gut. Level 2 gehen wir immer noch halbes Tempo, aber mit Sprung. Das heißt, wir gehen tap, tap, squat, jump. Tap, tap, squat, jump. Als nächstes mit Burpee, halbes Tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. In Bewegung kommen. Wir starten tief. Rechtes Bein über Kreuz. Ohne Sprung. Tap, squat. Tap, two, off. Tap, squat. Tap, squat. Cut. Durchziehen. Arme sind frei. Tief. Durchziehen. Cut. Gleich geschafft. Letztes Mal. Und locker. Entspannt am Trott laufen. Als nächstes mit Sprung. Immer halbes Tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Auf geht's. Wir gehen tief. Rechtes Bein beginnt. Jetzt mit Sprung. 5, 6, 7. Und Step. Squat. Jump. Warten. Und Step. Squat. Jump. Und warten. Und Step. Squat. Jump. Warten. Und Step. Squat. Jump. Warten. Cut. Step. Two. Jump. Break. Und Step. Two. Jump. Und lock. Ein Intervall nur noch, Leute. Jetzt mit Burpee. Immer halbes Tempo. Step. Tief. Zurück. Squat. Dann die andere Seite, okay? Alle zusammen in den Squat. Letztes Intervall. 5, 6, 7. Und Step. Squat. Zurück. Squat. Und Step. Two. Zurück. Squat. Und Step. Squat. Zurück. Squat. Cut. Durchziehen. Cut. Wer den Squat nicht mitmacht, hält den Squat einfach. Off. Und lockern. Sehr gut. Wir kommen zur nächsten Übung. Jetzt geht's zum Boden. Kategorie Footwork. Alle zusammen. Tief. Einmal kurz zur Wiederholung. Step Style, okay? Kommt. Nach vorne. Wir machen hier auch drei verschiedene Levels. Erstes Level. Ganz easy. Halbes Tempo. Step. Cut. Zurück. Zurück. Step. Cut. Zurück. Zurück. Dann. Nächstes Intervall. Jeden Beat. Step. Cut. Zurück. Zurück. Step. Cut. Zurück. Zurück. Letztes Intervall. Großes Finale. Gesprungen. Wir springen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier die Armvariation wieder für jeden frei wählbar, okay? Einmal locker in Bewegung kommen. Gleich geht's los. Alle zusammen tief. Kommt nach vorne in die Plank. Richtet euch auf. Schulter über Handgelenk. Geht tief. Pusher. Hoch. Noch einmal. Und hoch, rechtes Bein, halbes Tempo. Step, cut, zurück, zurück. Step, cut, zurück, zurück. Und step, cut, zurück, zurück. Step, cut, zurück, zurück. Tief, step, cut, zurück, zurück. Gleich geschafft. Und wir kommen von der Plank zurück, Deep Squat. Rücken ist gerade, Brust aufrecht. Versucht die Fersen Richtung Boden zu bringen. Nächstes Intervall, jeden Beat, einen Ticken schneller. Vor. Rechtes Bein. 5, 6, 7, 8. Wer möchte, geht hoch. Durchziehen. Gleich geschafft. Komm. Letztes Mal. Und alle zusammen tief.
zur Seite. Hoch. Hoch. Ein Intervall nur noch. Jetzt für die Leute, die richtig Power geben wollen, mit Sprung. Halbes Tempo. Hände aufsetzen, Push-Up, hoch. Rechtes Bein, gesprungen. 5, 6, 7, 8. Step. Back. Step. Back. Komm. Durchziehen. Cut. Zurück. Step. Zurück. Cut. Zurück. Für die Männer, die mitmachen, mit Push-Up. Frauen können natürlich ausprobieren. Und einmal lockern, Leute. So, Leute, großes Finale. Wir kombinieren beide Übungen miteinander. Und ihr wählt zu Hause immer die Variation, die für euch am besten war, okay? Wir machen jetzt hier beim Basic Step halbes Tempo, immer mit Sprung. Okay, ich denke, das schafft ihr alle zu Hause. Dann Level 2 beim Step Style. Step Style jeden Beat, okay? Wir wiederholen kurz. Übung 1. Halbes Tempo, Sprung. Step, Squat, Jump, Warten. Und Step, Squat, Jump, Warten. Okay, dann kommt der Übergang. Ihr lauft nach vorne. Schulter über den Handgelenken. Jeden Beat. Step, Back, Back, Step. Wenn ihr möchtet, geht ihr hoch. Sehr schön, okay? Deep Squat. Wir kommen hoch. Und Ausgangsposition Squat. Basic Step, halbes Tempo. Step. Squat. Jump. Warten. Und Step. Keep. Jump. Warten. Und Step. Squat. Jump. Nach vorne. Rechtes Bein, jeden Beat. Komm, Step. Step. Wenn ihr möchtet, geht hoch. Step. Cut. Cut. Halten. Wir kommen zurück. Squat. Noch einmal. Runde 2. Go. Step. Squat. Jump. Warten. On. Step. Squat. Jump. Warten. On. Squat, Jump, nach vorne. Durchhalten, Leute, komm. 7, go. Step. Tap. Jeder in seinem Level. Gleich geschafft, wir kommen zurück. Squat. Runde 3. Go. Step. Squat. Jump, break, on, step, keep, jump, break, on, step, squat, letztes Mal, tief, komm. 5, 6, 7, 8, go, step, tief, on, step. Durchhalten. Zurück, Squat. Letzte Runde. 5, 6, 7, 8. Go. Squat. Jump. Warten. On. Step. Squat. Jump. Warten. Komm. Letztes Mal nach unten. Durchhalten. Komm. 5, 6, 7, 8. Step. Wenn ihr möchtet, geht hoch. Oder ihr bleibt unten. Jeder in seinem Level immer. Zurück. Squat. Wir halten. Rücken jetzt gerade. 90 Grad. Leicht bouncen. Langsam hoch. Leute. Ich bin ganz schön am Sweaten. Jetzt kommt nur noch Stretching. Entspannt euch. Ist jetzt geschafft. Ganz wichtig, das Dehnen immer für die Beweglichkeit. Einmal von hier in den Squat,
Die Leute, die Breakletics schon länger kennen, wissen den Übergang zum Boden. Einen Arm aufsetzen, ein Bein durch, L-Sit. Von hier zieht ihr ein Bein über das andere, Rücken gerade, Knie zur Brust. Wenn ihr möchtet, schließt die Augen, lasst euch von meiner Stimme anleiten. Und wir wechseln die Seite, Bein wechseln, das andere Bein über das andere, wieder Knie zur Brust, Rücken gerade, Brust raus. Versucht tief zu atmen, durch die Nase ein, Mund aus, in die Dehnung atmen. Und lösen. Wir nehmen ein Bein raus zur Seite, das andere ran. Bein gestreckt. Ihr geht zum Fuß. Jeder so weit er kommt. Und lösen. Zurück zur Mitte. Seite wechseln. Denkt immer dran, Bein gestreckt lassen. Und lösend. Oberkörper kommt zur Mitte. Beide Füße vor. Wandert langsam nach vorne. Jeder so weit er kommt. Entspannt atmen. Und lösen. Füße aufstellen, Arme kommen nach hinten, Gesäß leicht nach vorne und wir lassen einfach nur die Beine von der einen Seite zur anderen fallen. Und wechsel. Switch. Und wir kommen auf den Bauch. Hände kommen neben den Körper, ihr kommt nach oben. Versucht das Becken Richtung Boden zu ziehen, Schultern tief, Blick geht nach oben. Und wir gehen noch einmal tief, Zehen gehen fest in den Boden, dann geht zurück und lauft langsam mit den Händen zu den Füßen, Kopf und Schultern hängen lassen. Ganz entspannt und wir rollen einmal Wirbel für Wirbel auf, Kopf zum Schluss, wir nehmen einen Arm raus, über die Brust, Schulter tief filmt noch Tuba. Wir wechseln die Seite, locker. Sehr schön. Wir strecken einen Arm nach oben, zwischen die Schulterblätter fallen lassen, hinter dem Kopf, der andere Arm mit leichten Zug. Und ihr geht minimal zur Seite, Stretch. Atme tief in die Seite ein. Und kommt zurück zur Mitte. Seite wechseln.
Wieder tief in die Seite atmen und zurückkommen. Wir legen einmal den Kopf zur Seite. Der andere Arm zieht Richtung Boden. Und wenn ihr möchtet, leichten Zug auf den Kopf. Nicht reißen, nur leicht. Und Seite wechseln. Wieder andere Arm zieht Richtung Boden. Und zum Schluss Kopf in die Mitte, Kinn auf die Brust. Und wir rollen Wirbel für Wirbel ab. Lassen langsam die Arme fallen, Kopf auch. Und beugen die Beine, Deep Squat. Blick geht geradeaus. Fingerspitzen Richtung eurer Brust. Und wir setzen einmal die Hände auf. Beine strecken. Kopf geht runter. Und wir rollen langsam auf. Wirbel für Wirbel nach oben. Sehr schön, Leute. Ihr habt es geschafft. Wir sehen uns im nächsten Mal.